schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe einer Betrifft Morsleben-Veranstaltung. Heute zu dem Thema So sicher ist sicher. Bevor wir in die Details einsteigen, es wird ein bisschen komplex und richtig spannend, wenn es um die Langzeitsicherheit geht und wie man da ja mit Ungewissheiten umgeht und das Thema Sicherheit bearbeitet. Bevor wir da einsteigen, wollen wir einmal einen Schritt zurück machen und uns das Thema im Überblick angucken, damit all die, die vielleicht sich noch nicht so intensiv mit dem Endlager Morsleben auseinandergesetzt haben, erstmal den groben Überblick bekommen, damit wir alle denselben Stand haben und wissen, worum es eigentlich geht. Dafür haben wir ein kleines Video, 90 Sekunden, Morsleben, ganz kurz zusammengefasst. Damit starten wir und dann stelle ich meine Kolleginnen vor, Kollegen vor und dann geht's richtig los. Das Endlager Morsleben in Sachsen-Anhalt. In dem mehr als 100 Jahre alten Salzbergwerk befinden sich rund 37.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Es ist das erste deutsche Endlager, das nach Atomrecht stillgelegt werden soll. Auch wenn der Standort die heutigen Maßstäbe für ein neues Endlager nicht in allen Punkten erfüllt, kann es dennoch sicher stillgelegt werden. Das Konzept zur Stilllegung sieht vor, dass große Teile des Bergwerks mit Salzbeton verfüllt werden. Die Maßnahme soll die Grube stabilisieren. Dennoch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass zukünftig Wasser in das Bergwerk eindringt. Aus diesem Grund werden besondere Abdichtbauwerke errichtet, welche die Abfälle vom Rest der Grube trennen sollen. Abschließend werden die Schächte dauerhaft versiegelt. Die genannten Maßnahmen müssen erst noch genehmigt werden. Seit 2005 läuft das Verfahren. In diesem müssen unter anderem die Funktion der geplanten Stilllegungsmaßnahmen nachgewiesen und der Nachweis der Langzeitsicherheit an den fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik angepasst werden. Die Antragsunterlagen werden derzeit überarbeitet. Sie sollen im Jahr 2026 bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden. Das war das Endlager Morsleben ganz kurz zusammengefasst. Und ich habe hier im Raum zwei Kollegen dabei, die den Tresor bauen und die Bauanleitung dann auf das Papier schreiben. Was wir gerade gesehen haben, die möchte ich Ihnen einmal vorstellen. Einmal direkt neben mir Matthias Ranft, Projektleiter für das Projekt Morsleben, hat in Freiberg studiert, hat in der Kalkindustrie gearbeitet und sich dann seit 1990, wenn ich das richtig sehe, mit dem Thema Endlagerung beschäftigt, hat diverse Projekte gesehen und erlebt, war Projektleiter der Schachtanlage Asse, hat sich da um das Thema Rückholung befasst, hat davor schon ganz lange sich auch mit Morsleben beschäftigt und ist dann nach dem Ausflug zur Asse quasi zum Projekt Morsleben zurückgekommen und kümmert sich jetzt darum, dass das Endlager sicher stillgelegt wird. Und dann haben wir noch einen weiteren Kollegen, auch hier im Raum, Dr. Steffen Knospe, hat auch studiert in Freiberg Geologie und Geophysik, war dann an verschiedenen Universitäten unterwegs, an der ETH Zürich und an der TU Clausthal und ja, ist jetzt seit ungefähr 2 Jahren dabei, kümmert sich um Modellierung und was er ganz genau macht, wird er Ihnen gleich auch natürlich persönlich vorstellen. Und dann haben wir noch eine dritte Person zugeschaltet. Wir machen das ja hier auch unter Corona-Bedingungen und halten schön den Abstand zueinander. Und deshalb zugeschaltet haben wir noch Matthias Mohlfeld. Hallo in die Runde. Herr Mohlfeld ist Abteilungsleiter für die Stilllegung des Endlagers Morsleben. Ist Bauingenieur, hat in einem Ingenieurbüro gearbeitet und ja, hat sich dann auch seit vielen Jahren mit dem Endlager Morsleben beschäftigt, hat sich auch mal mit der Asse beschäftigt, dort an Sicherheitsanalysen gearbeitet und ja, kümmert sich entsprechend jetzt auch um den Tresor und die Unterlagen, die wir gerade schon gesehen haben. Bevor wir einsteigen mit dem ersten Vortrag, es startet Matthias Ranft, bevor dann Steffen Knospe weitermacht, vielleicht mal die Frage, warum reden wir eigentlich über Ungewissheiten? Man wird sich ja wünschen, wenn man an Endlager denkt, dass man eher über Sicherheit redet als über Ungewissheiten. Da läuft es einem ja vielleicht schon fast kalt den Rücken runter. Warum dieses Thema? Kurz gesagt, ohne dem Vortrag vorzugreifen, weil wir hier Sicherheit für sehr lange Zeiträume gewährleisten müssen.
und weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, ich werde es nachher noch eingehender erläutern, alles zu testen, alles auszuprobieren, alles zu biegen und zu brechen, Statistik zu machen, sondern Prognosen sind schwierig, insbesondere weil sie die Zukunft betreffen. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitsaussage, wenn sie die Zukunft betrifft, eben die Betrachtung, wie sicher kann ich mir sein oder wie behandle ich die Ungewissheit. Das ist uns auch wichtig, dass wir dieses Wort verwenden, weil im Deutschen wird häufig auch von Unsicherheiten gesprochen, um die Ungewissheiten zu beschreiben. Aber es geht nicht um Unsicherheit, das ist nicht die Folge, sondern zunächst sind es erstmal Ungewissheiten über Messwerte, zukünftige Entwicklungen vor allen Dingen. Das heißt, wie unsicher das Endlager Morsleben ist, kann ich nicht fragen. Das können Sie fragen, aber es ist nicht unsicher. Okay, ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den ersten Vortragsteil, wo es um das Thema Sicherheit allgemein geht und um die Ungewissheit und ja, wie wir damit im Projekt umgehen. Ja, dann starte ich. Mein Vortrag wird etwas allgemeiner orientiert sein. Herr Dr. Knospe wird das dann natürlich ein bisschen spezifischer machen und ich möchte Sie erstmal einführen in das Thema und fange erstmal mit dem Thema Sicherheit an sich an. Also die Frage, was machen wir da eigentlich? Was ist das, Sicherheit? Man muss mal nochmal, wie ich meine, ein Stück zurückgehen und sich das rekapitulieren. Warum behandeln wir das? Das ist vermeintlich trivial, aber ich würde es Ihnen gerne nochmal darstellen. Wer ist dafür verantwortlich? Wer macht das? Und die entscheidende Frage, die teilen wir uns. Ich mache das allgemein, die Grundlagen. Herr Knospe macht das sehr methodisch anhand von Beispielen. Ist das wie? Wie machen wir das mit der Sicherheit und welche Bedeutung haben dabei eben die Ungewissheiten? Was heißt Sicherheit eigentlich? Sicherheit, Wikipedia ist da immer eine gute Quelle. Sicherheit bezeichnet im Allgemeinen den Zustand, der für Individuen, Gemeinschaften oder Lebewesen, Objekte frei von unvertretbaren Risiken oder als gefahrenfrei angesehen wird. Das ist die allgemeine Definition. Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist, wir müssen in der Begrifflichkeit ein bisschen aufpassen, weil wir im Deutschen nicht die Möglichkeit haben, wie im englischen Sprachraum, wir reden, wenn es um Schutz geht, um Anlagensicherung, um Sicherungsfragen reden wir häufig auch von Sicherheit. Ne? Im Englischen gibt es ja von vornherein zwei Begriffe. Das ist Security für Sicherungsfragen und die Safety für das, was wir eigentlich im Sinne von Sicherheit bei solchen Systemen, Freiheit von Gefahren oder Risiken verstehen. In welchen Lebensbereichen spielt sich das ab? Das ist ja nicht nur in der Endlagerung. Aber es gibt eben unterschiedliche Ausprägungen und deswegen auch unterschiedliche Methoden. Sie kennen alle Betriebssicherheit. Das heißt, es ist die Betriebssicherheit von einer Anlage, von einer großen Chemieanlage, für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch außerhalb. Es gibt die klassische, kennt jeder, Verkehrssicherheit. Deswegen haben wir Verkehrsregeln. Deswegen sind Dinge reglementiert, im Bereich des Verkehrswesens. Deswegen braucht jedes Auto eine entsprechende Zulassung. Ein sehr schönes Beispiel für uns, weil es ein Hochsicherheitsbereich ist mit sehr hohen Anforderungen, ist die Flugsicherheit. Deswegen, da kennen Sie das auch, da werden Unfälle sehr genau untersucht, da gibt es spezielle Behörden dafür. Es gibt die Biosicherheit und so zieht sich das Thema Sicherheit durch unser gesamtes gesellschaftliches Leben. Woran beurteilen wir nun das Thema Sicherheit? Auch das möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam kurz rekapitulieren. Und ich fange bewusst nicht mit den gesetzlichen Normierungen an, sondern mit den gesellschaftlichen Normen. Wir haben alle eine tradierte Vorstellung davon, was wir für sicher halten und was als sicher eingeschätzt wird auf der gesellschaftlichen Normierungsebene. Das hat was mit Ethik und Moral zu tun. Diese Diskussion erleben wir gerade sehr bildhaft angesichts der Corona-Pandemie. Da kommen eben sofort bei den Sicherheitsfragen, nämlich der gesundheitlichen Sicherheit, sofort sehr schnell ethische und moralische Fragen mit hinein. Das ist ein Beispiel, was wir nicht gebraucht hätten, aber was nun mal das sehr plakativ zeigt. Natürlich haben wir dann die Umsetzung dieser gesellschaftlichen Normen in gesetzliche Normen.
Das heißt, Sicherheit wird gewährleistet und geschaffen durch den Verordnungscharakter und durch den gesetzlichen Charakter, in dem Grenzwerte festgelegt werden, Dinge festgelegt werden, die erlaubt sind oder auch nicht erlaubt sind oder die zu tun sind, damit etwas erlaubt werden kann. Hier sind wir schon sehr dicht an dem, womit wir umgehen, um die Sicherheit zu zeigen, damit wir die Genehmigung bekommen, das Endlager Morsleben mit seinen eingelagerten radioaktiven Abfällen stillzulegen. Und was wir nie vergessen dürfen, es gibt eben auch individuelle Normen. Jeder hat das ein bisschen für sich selbst auch anders. Es gibt also eine durchaus individuelle Risikowahrnehmung. Auf der einen Seite die gefühlte Sicherheit versus der realen Sicherheit. Auf der einen Seite können wir Dinge teilweise sehr genau berechnen, Statistiken aufstellen. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, glaube ich, ob wir uns jenseits dieser Zahlen, da ist auch jetzt die Corona-Pandemie eigentlich wieder ein gutes Beispiel dafür, tatsächlich individuell in der jeweiligen Situation sicher fühlen oder nicht sicher fühlen. Und es muss nicht unbedingt mit der tatsächlichen realen, statistisch nachgewiesenen Sicherheit übereinstimmen. Und es ist natürlich auch abhängig von der ganz persönlichen Risikowahrnehmung und auch von der Frage, ob mir etwas Spaß macht. Also ich bringe nachher noch ein Bild. Der eine würde sagen, nie im Leben würde ich mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Das wäre mir zu gefährlich. Der Fallschirmspringer sieht das, glaube ich, nicht als Gefahr, sonst wird das nicht tun. Also das will ich noch mal Ihnen mitgeben. Für uns maßgeblich ist natürlich ganz klar die gesetzlichen Normen und die Verordnung. Hier haben wir das schöne Bild, Wahrnehmung von Sicherheit. Wir haben auf der einen Seite die reale Sicherheit oder eben Unsicherheit, je nachdem, wie man das spielen will, das Wort. Ich kürze es mal ab mit Resi. Ich stelle mir da immer so ein bisschen zwei Personen vor, die dann auch miteinander interagieren, Resi und Gesi. Und wir haben die gefühlte Sicherheit oder eben Unsicherheit. Wie gesagt, der Fallschirmspringer, dem macht das großen Spaß, oder der Bergsteiger, der am Klettern ist oder auf einem schmalen Schneegrat entlangläuft, da kann man sich auch nicht optimal sichern und trotzdem tut man das. Und das zeigt, dass unsere Einstellung zu bestimmten Dingen das eben auch beeinflusst. Was wir in der Gesellschaft oder auch in der Gesetzgebung und auch wir in unseren Systemen natürlich versuchen, ist die Abbildung zu objektivieren oder die Sicherheit zu objektivieren. Und das machen wir eben zum Beispiel über den Risikobegriff. Hier wird es objektiviert, die reale Sicherheit. Risiko haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist das, dass etwas passiert, multipliziert mit der Höhe des Schadens. Also da haben Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit etwas miteinander zu tun. Am Beispiel des Fallschirmspringers ist der Schaden maximal, geht der Schirm nicht auf und der Reserveschirm auch nicht. Dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Und deswegen muss die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass dabei was schief geht, extrem niedrig sein. Wie ist aber nun die Risikowahrnehmung? Man weiß aus Statistiken, dass circa bei jedem 800. bis 1000. Sprung versagt der Hauptschirm. Den Fallschirmspringer juckt das offensichtlich nicht. Er tut es trotzdem, aber man muss wissen. Wir wissen eigentlich nicht, wenn wir es statistisch betrachten, ob es beim 800. Sprung ist. Das ist wahrscheinlich die Wahrnehmung desjenigen, der sich aus dem Flugzeug stürzt. Das passiert mir heute nicht. Aber es kann statistisch gesehen tatsächlich der Erste sein. Und das müssen wir immer wissen, wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten und diesen Risikowahrnehmungsfragen arbeiten. Warum machen wir das? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir wollen das Endlager Morsleben stilllegen. Wir haben eine unbefristete Dauerbetriebsgenehmigung und in dieser unbefristeten Dauerbetriebsgenehmigung fehlt die Komponente der Stilllegung. Das liegt an dem gestuften Genehmigungsverfahren, was in der ehemaligen DDR so angelegt war, dass man erst eine Erprobungsgenehmigung hatte, dann hatte man eine Teilgenehmigung, dann eine befristete Dauerbetriebsgenehmigung und später die unbefristete. Und darin war enthalten die Auflage, nach der Nutzung die Stilllegung noch hinzuzufügen. Und das tun wir jetzt. Und dafür müssen wir den Nachweis führen, dass das sicher ist.
Das heißt, die Sicherheit in der Endlagerung ist die Voraussetzung für die Genehmigung aller Maßnahmen, in unserem speziellen Fall für die Stilllegung. Und das beinhaltet nicht nur das alleine Zeigen, dass etwas sicher ist, sondern wir müssen nach Strahlenschutzgesetz und Atomgesetz noch einen Schritt weiter gehen und müssten auch noch zeigen, dass wir das System optimiert haben. Also es sind auch unterhalb der Grenzwerte weitere Optimierungsmaßnahmen durchzuführen. Das kommt aus dem Englischen teilweise auch. Im Englischen wird das als ALARA-Prinzip, as low as reasonable achievable, bezeichnet und meint, es reicht nicht, einen Wert zu unterschreiten. Das gesamte System muss optimiert sein. Und das bringt uns schon so ein bisschen auf die Frage, warum gehen wir dann auch mit den Ungewissheiten um? Weil diese Optimierung kann ich auch nur vernünftig zeigen, wenn ich mein System in Gänze verstanden habe. Wer muss das machen? Ganz klar, kurze Exkursion, natürlich der Betreiber. Wir. Der Betreiber hat für die Betriebssicherheit und dann für die Stilllegung, für die Langzeitsicherheit den Nachweis zu führen. Die Genehmigungsvoraussetzung, die im Gesetz tatsächlich steht, die ist allerdings relativ knapp formuliert. Für die, die es nicht täglich damit zu tun haben, wird es vielleicht ein bisschen überraschend sein. Da steht keine lange Liste von Grenzwerten. Das wäre uns manchmal lieber, weil dann wäre das ein bisschen konkreter und für uns ein bisschen besser handhabbar. Sondern es steht ein sehr umfassender, aber nicht sehr spezifizierter Satz. Es ist der Nachweis der erforderlichen Schadensvorsorge nach Stand von Wissenschaft und Technik zu führen. Das ist nicht dadurch leichter, weil es so allgemein formuliert ist, sondern das ist ein sehr hohes Level. Sie werden in, wer sich die Mühe mal macht und in andere Genehmigungsbereiche geht, ins Chemierecht, ins Bergrecht, in die ganzen technischen Bereiche, da werden Sie die Formulierung Stand von Wissenschaft nie finden. Das ist immer der Stand der Technik, auch im Bauingenieurwesen, Dächer, Statiken, alles Stand der Technik. Wir sind hier auf den Stand der Wissenschaft festgelegt und wir haben die zusätzliche Schwierigkeit, dass durch diese Formulierung das Niveau durchaus dynamisch ist. Das heißt, wir müssen uns der Herausforderung stellen, neu hinzukommende Erkenntnisse während unserer Tätigkeit auch zu berücksichtigen. Das Level ist extrem hoch. Ich möchte da ganz kurz rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass Sie zu Hause jetzt langsam die ersten Fragen bekommen. Und deswegen möchte ich kurz sagen, wir wollen Ihnen natürlich das nicht nur vortragen, sondern auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Insofern schreiben Sie die sich gerne auf, merken Sie die sich vor. Und dann haben Sie zwei Optionen. Am liebsten ist es uns natürlich, wenn wir direkt miteinander ins Gespräch kommen können und Sie von zu Hause aus trotzdem hier Ihre Frage uns direkt stellen können. Dann können Sie auch direkt nachfragen, wenn wir falsch antworten oder an der Frage vorbei und können direkt miteinander in den Diskurs gehen. Dafür müssten Sie bitte, falls Sie bei YouTube zuschauen, in das Zoom-Meeting wechseln. Der Link dafür, die Zugangsdaten, finden Sie im Chat. Und dann können Sie, wie gesagt, einfach ein Sternchen irgendwie in den Chat setzen, in dem Zoom-Meeting oder Frage schreiben und dann rufen wir Sie auf und dann können wir unmittelbar miteinander interagieren und unmittelbar miteinander sprechen. Alternativ können Sie auch sowohl in YouTube als auch in Zoom einfach den Chat nutzen, Ihre Frage dort reinschreiben, dann werde ich die entsprechend für Sie in die Diskussion einbringen und dann diskutieren wir die auch. Wenn Sie dann eine Nachfrage haben und nicht ganz, ganz schnell tippen können, ist es vielleicht ein bisschen schade. Insofern wollen wir Sie motivieren. Schalten Sie dann gerne, wenn es soweit ist, Ihre Kamera ein. Stellen Sie Ihre Frage und dann bringen wir Sie unmittelbar in die Diskussion ein. Und ich sehe, wir haben schon auch eine erste Frage. Die können wir vielleicht, bevor wir weitermachen, direkt in die Diskussion einbringen. Über Zoom die Frage, der Fallschirmspringer hat diverse Sicherheitsinstrumente, Fallschirm und Notfallschirm. Wo sind die diversen Sicherheitsinstrumente beim Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben? Ich weiß gar nicht, ob wir das unmittelbar beantworten wollen. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir das ohnehin noch machen im Verlauf. Nee, ich glaube nicht, so wie ich die Vorträge kenne, weil die doch eher theoretischer Natur sind. Gute Frage. Hier geht es am Ende um den schönen Begriff der Redundanz, also doppelte Sicherheit. Wie macht man das eigentlich?
Die Frage ist einfacher zu behandeln für die Betriebssicherheit. Ne? Ich habe ja jetzt hier auch auf der nächsten Folie schon sichtbar, dass sich die Sicherheitsfrage teilt in zwei Elemente. Dies ist die Sicherheit des Betriebs des vorhandenen Endlagers und auch in der Stilllegungsphase. Und dann die Langzeitsicherheit, bei der dann eigentlich das Endlager verschlossen ist und dann verschlossen bleibt. Und hier ist es durchaus unterschiedlich zu beantworten. In der Betriebssicherheit ist es klassisch, wir haben Messtechnik doppelt abgesichert, wir messen Untertage, wir messen Übertage, wir haben also verschiedene in sich gestaffelte Sicherheitssysteme, die wir in der Betriebsphase haben. Da kann man die richtig anfassen und sehen. Letztendlich auch bei der Sicherung. Es gibt nicht nur einen Zaun, sondern es gibt dann noch ein zweites System. Dazu will ich nicht so viel sagen. In der Langzeitsicherheit ist es ein bisschen komplexer, aber ich fange abstrakt an. Deswegen das Prinzip der Optimierung. Es reicht eben zum Beispiel, damit fängt das an, es reicht nicht zu sagen, ich habe ein sicheres System, der Grenzwert ist unterschritten, ich bin fertig, sondern wir müssen auch unter dem Grenzwert weitermachen und daher kommt auch der Gedanke der Optimierung. Das ist erstmal die abstrakte Geschichte, wir müssen mehr machen als unbedingt erforderlich und das tun wir auch. Und wie machen wir das im Konkreten bei der Stilllegung? Im Konkreten bei der Stilllegung wird erstmal vom Sicherheitsprinzip, wir reden dann auch von in den englischen Publikationen, ich gehe nachher mal darauf ein, wo das alles herkommt, wird dann von Defense in Depth, also gestaffelte Sicherheit, mehrere Schützengräben hintereinander, auch gesprochen. Weil wir haben auf der einen Seite Barrieren Untertage, wir haben die Barriere, die aus dem Gebirge des Salzgebirges besteht, wir haben im Deckgebirge noch Eigenschaften, die Barriereeigenschaften haben. Das alleine bietet schon ein solches gestaffeltes Sicherheitssystem, aber das reicht natürlich nicht aus, sondern wir müssen auch zeigen, dass wir bei unseren Bauwerken, die wir errichten, teilweise mehr bauen, als wir brauchen. Die Abdichtbauwerke, die für die Stilllegung von Morsleben errichtet werden, werden in unterschiedliche Segmente aufgeteilt, sodass man erstmal eine Entkopplung hat und zum anderen auch mehr Segmente hat, als man eigentlich wirklich nur brauchen würde. Und dadurch wird es auch ein optimiertes System. So werde ich es jetzt erstmal erläutern. Und Herr Mehnert hat nochmal nachgefragt, er meint nicht nur das Doppelte, sondern er meint auch richtigerweise verschiedene Systeme. Das ist ja der optimale Gedanke der Sicherheit, dass man nicht nur zwei Abdichtungen hintereinander baut, die aus dem gleichen Stoff sind, sondern nach Möglichkeit auf verschiedene Prozesse setzt. Es einmal so macht und einmal so macht, um sicher zu sein, dass eins von beiden, falls es ausfällt, funktioniert. Das tun wir auch, indem wir zum Beispiel zusätzlich zu den Abdichtungen einen Großteil des Grubengebäudes verfüllen, insbesondere im Bereich, wo die Abdichtungen hinkommen, besonders gute Verfüllmaßnahmen machen, die eigentlich fast die gleichen Anforderungen haben vom Verfüllgrad wie die Abdichtung selbst, aber eben im Langzeitsicherheitsnachweis eigentlich als solches gar nicht bewertet werden. Also das ist die wesentliche Hohlraumverfüllung und damit die Gebirgskonvergenz zu reduzieren. Und das eigentliche Ziel ist, das System so stabil zu machen, dass man die Abdichtung gar nicht braucht, weil nämlich gar kein Wasser reinläuft. Unsere Gefährdung kommt ja eigentlich nur, oder eine mögliche Gefährdung, dafür muss ja erstmal ein Transportmedium für radioaktive Abfälle da sein, für die Nuklide. Und das ist das Wasser, wenn es reinfließen könnte in der Zukunft. Und wir machen das doppelt. Wir bauen die Abdichtung für den Fall, dass es das tut. Aber wir machen die weitgehende Hohlraumverfüllung mit ca. 4 Millionen Kubikmetern Beton im Zusammenhang mit der Stilllegung. So planen wir das, damit es erst gar nicht passiert. Schon alleine das ist ein redundantes und damit auch, und auch diverses System. Erst verfüllen, es bleibt integer, es fließt kein Wasser rein. Zweitens, für den Fall, dass es reinfließt, habe ich Abdichtung und die baue ich dann auch noch segmentweise. Okay, ja, vielen Dank für Ihre zwei Fragen. Herr Mehnert, wenn Sie können technisch und mögen das nächste Mal gerne auch mit Video, dann freuen wir uns noch mehr. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter und schauen dann, welche Fragen noch reinkommen. Gut, in der nächsten Folie gehe ich dann darauf ein, was, ich habe es eben schon ein bisschen mit eingebaut in die
Antwort. Wir haben natürlich zwei Teile in der Sicherheit bei der Endlagerung. Das eine ist die Betriebssicherheit der Anlagen. Da unterscheidet man jetzt erstmal ganz grob den Normalbetrieb und die anormalen Betriebszustände. Das sind genehmigte Betriebszustände. Also auch der anormale Betriebszustand. Es fällt mal ein Messgerät aus, es fällt mal ein Lüfter aus. Die Abwetterüberwachung funktioniert nicht so, wie sie soll. Das ist dann schon in der Genehmigung betrachtet worden und mitgenehmigt. Das nennt man anormalen Betriebszustände. Und da sind immer sicherheitliche Fragen der Hintergrund. Und dann gibt es die sogenannten Störfälle. Das sind also nicht mehr genehmigte Betriebszustände, die aber untersucht werden müssen, sehr genau. Und da muss der Nachweis geführt werden, dass die Störfallplanungswerte, die im Gesetz stehen, eingehalten werden. Das ist der Betrieb. Der spielt auch eine Rolle, also das ist nicht nur während man noch einlagert, das tun wir ja nicht mehr, sondern das ist natürlich auch wichtig für den Stilllegungsbetrieb. Es könnte ja während der Stilllegung etwas passieren aufgrund der Maßnahmen, Fahrzeuge und so weiter, was dann immer noch einen Einfluss auf die bereits im ERAM lagernden Abfälle hat. Das heißt, wir werden auch für die Stilllegung betriebssicherheitliche Fragen untersuchen. Und der zweite Punkt, der natürlich viel plakativer ist und immer im Vordergrund steht, ist die Frage der Langzeitsicherheit. Das heißt, wenn wir das Endlager stilllegen, müssen wir eine Prognose machen, dass es nicht nur 3 Tage danach noch sicher ist, sondern eben auch längere Zeit. 10.000, 20.000, 100.000 bis zu 1 Million Jahre. Wie macht man das jetzt? Dabei springe ich jetzt nochmal zurück, um zu erklären, warum es bei uns ein bisschen besonders ist. Manchmal beneiden wir die Kollegen im Bauwesen. Das ist aus unserer Sicht relativ einfach, auch wenn da viel Papier produziert wird. Es wird geplant, es wird geprüft, dabei gemessen und am Ende bewertet. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber was meine ich damit? Die Statik eines Gebäudes basiert auf gemessenen Erfahrungen. Ich habe Stahlträger, und womit ein Stahlträger zu bemessen ist, ist durch technische Prüfungen ermittelt worden. Das heißt, man hat den Stahlträger so lange gebogen, bis er kaputt gegangen ist oder einen Ermüdungsbruch gekriegt hat, und das weiß man. Man hat den Stahlträger auch erhitzt und dabei das Gleiche gemacht, und deswegen weiß man, wie viel Temperatur so ein Stahlträger aushält, nämlich nicht besonders viel. Das heißt, das ist ein ganz klares, messbasiertes System und deswegen relativ einfach zu prognostizieren. Und dann gibt es den Sicherheitsbeiwert obendrauf und dann ist alles gut. Ein bisschen komplexer wird das schon, wenn ich weggehe von der Statik eines Gebäudes, bei Hochhäusern ist es dann auch schon komplexer, bei Flugzeugen zum Beispiel, das wissen wir alles, das sind komplexe ingenieurtechnische Systeme, aber auch da kann ich immer noch messen und testen. Da setze ich keine Menschen in den Flieger, aber wer das vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat, selbst bei großen und teuren und komplexen Flugzeugentwicklungen wird ein komplettes Mock-up gebaut, also ein komplettes Flugzeug, in die Halle gefahren, dann wird der Flügel eingespannt und dann wird der so lange vibrieren gelassen und gezogen, bis er kaputt geht. Selbst solche Systeme werden noch gemessen. Allerdings wird es hier dann komplexer. Die Kollegen machen doch die sogenannten Fehlerbaumanalysen, komplexe Systemanalysen, weil das System so kompliziert wird, dass sie das Zusammenwirken untersuchen müssen. In dem Flügel ist nämlich ein Tank drin und verhält er sich anders, wenn der Tank voll ist oder leer ist. Und da laufen da noch Kabel durch. Und deswegen ist das so schon die nächste Stufe. Und bei uns sieht das noch ein bisschen komplexer aus, dummerweise. Weil wir, ich lasse die Betriebssicherheitsanalysen jetzt mal weg, das habe ich schon erläutert, bei der Langzeitsicherheit die Spezifik des prognostischen Anteils haben. Wir müssen uns also überlegen, dass wir Dinge zwar messen können, auch Eigenschaften messen können, wir können sie auch prüfen, und aber wir müssen sie prognostizieren. Und dafür müssen wir basierend auf der Planung, deswegen habe ich hier so einen Ablauf dargestellt, wie er bei uns ist. Ich plane etwas und dann muss ich mir erstmal überlegen, wie die zukünftigen Entwicklungen des gesamten Systems sein. Das gesamte System ist das Endlager. Und wenn wir über Zehntausende und Hunderttausende Jahre nachdenken, dann wissen wir mittlerweile alle, auch durch die Diskussion zum Klimawandel, es kann warm werden oder es kann kalt werden.
Ich kann eine Eiszeit haben, ich kann eine Rinne haben, ich kann eine Warmzeit haben mit Wüstencharakter. Das verändert ja das Grundwasserdargebot und damit möglicherweise die Frage, ob und wie Wasser in dieses Grubengebäude hineinfließen kann, das Transportmedium. Also ich kann Dinge messen an unseren Stilllegungsmaßnahmen, die testen wir vorher und dann messen wir und prüfen das. Aber es bleibt immer die Fortschreibung dessen, was wir heute wissen und messen in die Zukunft. Und wie machen wir das? Das machen wir vor allen Dingen mit Modellen, numerische Modelle. Da ist mein Kollege Stefan Knospe natürlich ein super Experte dafür. Aber die Modelle an sich, weil es mathematische, numerische Modelle sind, brauchen Parameter und haben auch numerische Verfahren. Und die erzeugen auch wieder Ungewissheiten. Und das ist das Besondere, ich habe Ihnen das rot eingekreist auf dieser Darstellung, in dem Punkt, wo dieses Kästchen ist, da stecken unsere Ungewissheiten. Wir können beim Messen uns vertun, das ist nicht so schlimm, das hat man sehr gut im Griff. Aber bei der Prognose muss man gucken, die Ungewissheiten können groß sein. Wir müssen zukünftige Entwicklungen abschätzen und bei der Modellierung entstehen auch neue Ungewissheiten. Das zu wissen, ist die halbe Miete. Und dann kommt die Bewertung. Und deswegen haben wir den Pfeil da hinten hingemacht. Wie wir das machen wollen, an Beispielen, wird Ihnen Herr Knospe zeigen. Jetzt gehe ich ein bisschen räuberisch. Wollen wir auf die Frage eingehen? Wie es passt. Entweder jetzt oder gleich. Also wir haben eine Frage noch im Zoom. Haben Sie auch Ressourcenpuffer für neue Risiken? Oder ist dies ein Grund, dass Sie nicht alles prüfen können? Die Frage muss ich fast, das ist ein bisschen langweilig, aber ich würde sie fast genauso ähnlich beantworten wie die erste Frage. Erstens haben wir ein gutes Instrument dafür, nämlich die Analyse der zukünftigen Entwicklung. Dafür schreiben wir uns erstmal auf, welche Zustände, Ereignisse und Prozesse überhaupt alles eintreten können in der Zukunft, die Auswirkungen auf unser System haben können. Das wird ins Englische übersetzt, nennt man dann FEP, Features, Events and Processes, und die schreiben wir uns auf. Und daraus überlegen wir, welche Szenarien sich ergeben können, wie sich das System entwickelt. Mit Eiszeit, ohne Eiszeit, das ist immer so ein schönes Beispiel, oder mit Gasbildung im Endlager, weil Feuchtigkeit da ist, oder ohne Gasbildung. Das muss nicht immer negativ oder positiv von vornherein sein. Und das ist einer der wesentlichen Elemente, diese Analyse und die Beschreibung und das gründlichste Überlegen der zukünftigen möglichen Entwicklung, das können viele sein, um zukünftige Risiken zu erkennen, die man heute so noch gar nicht auf den ersten Punkt hat. Das ist der Punkt 1 und der Punkt 2. Ich habe es vorhin gesagt, das System wird auch unterhalb der Schutzziele optimiert. Und das ist natürlich ein gewisser Puffer, für den Fall, dass man auch in der FEP-Analyse vielleicht die Ausprägung eines solchen Features, Events and Processes nicht hundertprozentig erfasst hat. Okay. Sollen wir erstmal weitermachen? Ja, wir machen erstmal weiter. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Wie macht man das? Hier sehen Sie, ich lese das nicht alles vor und das ist auch nicht so spannend, die wesentlichen Dokumente, die sich damit befassen, ganz abstrakt, wie die Sicherheit nachzuweisen ist für ein Endlager. Das fängt in den 80er Jahren an mit den Sicherheitskriterien für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem Bergwerk. Dann gibt es auch internationale Papiere, 97. Dann kommt ein wesentliches Dokument, Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder Abfälle. Da könnten wir jetzt sagen, hat mit uns nichts zu tun, interessiert uns nicht. Aber wir lesen uns das natürlich durch und schauen, was davon passt für das ERAM, weil wir den Stand von Wissenschaft und Technik abbilden. Dann gibt es spezifische Dinge. Die sind dann hier, die drei wirklich echt spezifischen für Morsleben, habe ich fett gedruckt. Das sind neben den Sicherheitskriterien die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission zum Endlager Morsleben und es sind die Empfehlungen der Entsorgungskommission zum Endlager Morsleben. Die sind Morsleben-spezifisch, aber es gibt eben auch andere Dinge, die wir nicht außen vor lassen im Hinblick auf die hochradioaktiven Abfälle und die Standortsuche. Hat der BMU mit vielen Experten in 2020 Dokumente erarbeitet, die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung, ein, wie ich finde, fürchterliches Wort, und auch eine Vorgabe, wie Dosisabschätzungen bei der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen durchzuführen sind.
Und weil wir eben den Stand von Wissenschaft und Technik abbilden, sagen wir nicht, das interessiert uns nicht, das ist HAW, sondern wir schauen es uns an und gucken, was wir davon für uns übernehmen oder adaptieren können. Und eine Sache, darauf werde ich auch gleich eingehen. Das Instrument, das klassische Instrument für die Sicherheitsanalysen, für die Endlagerung und den Nachweis der Sicherheit sind die sogenannten Sicherheitsanalysen. Und dann gibt es zwei Methoden, mit denen man die Daten für die Sicherheitsanalysen zusammenstellt und auch auf Ungewissheiten reagiert. Methode 1 ist die Abbildung der Ungewissheiten durch Konservativität. Was heißt das? Konservativität bedeutet nichts anderes. Ich nehme eigentlich immer den schlimmsten Fall und sage dann, der ist abdeckend. Alles andere ist günstiger, also berechne ich den schlimmsten Fall und dann bin ich fertig. Wenn man das tut, hat das Vorteile. Man ist schnell fertig. Man kann relativ einfache Nachweise führen. Das funktioniert aber nicht immer sehr gut, weil es manchmal sehr viel Aufwand macht. Wenn man sehr viele Parameter hat, muss man sich sehr gute Gedanken darüber machen, wie die Kopplung von Parametern ist, das Zusammenwirken und dann immer noch beurteilen, welche dieser Parameterausprägungen die konservativste ist oder auf der sicheren Seite liegt. Das ist eine machbare Methode, aber sie ist je nach Endlagersystem mal besser und mal schlechter geeignet. Und es gibt eine zweite Methode, das ist eine auf realistischen, also nicht konservativen, nicht immer das Schlechteste annehmend, sondern auf realistischen, erwartungsbasierten Ansätzen beruhende Methode. Ich überlege mir, was ist die wahrscheinlichste oder erwartete Entwicklung für mein System? Da haben sich die Begrifflichkeiten in der letzten Zeit geändert. Und die erfordert dann aber, wenn ich es erwartungsbasiert mache, eine sehr umfassende Bewertung der Ungewissheiten. Das ist die, wie soll ich sagen, ich kann es gar nicht vergleichen mit der anderen Methode. Sie ist etwas komplexer, weil man muss mehr in die Bewertung der Ungewissheiten hineinstecken. Aber sie bietet natürlich auch eine sehr gute Grundlage für die Optimierung des Systems. Weil wenn ich immer das Schlechteste annehme und eine Sicherheitsanalyse mache, dann habe ich einen so durch die Verkettung dieser Konservativitäten, zeige ich zwar noch, ich bin auf der sicheren Seite, ich habe meinen Grenzwert eingehalten, aber ich habe es ganz schwer, in diesem System noch Optimierungen vorzunehmen, weil ich manchmal gar nicht weiß, auf welche Konservativität wirke ich jetzt ein. Und bei den realistischen Ansätzen ist die Optimierung des Systems, wie wir es hier in Morsleben haben, aus unserer Sicht besser zu machen. Warum machen wir das? Dieses Wie, realistische, erwartungsbasierte Ansätze, weil es uns auch von unseren vom BMU, also von den Beratungsgremien des BMU, des Bundesumweltministeriums aufgegeben worden ist. Sowohl die Entsorgungskommission des Bundes als auch die Strahlenschutzkommission des Bundes haben sich dazu geäußert. Wesentlich für uns, für unsere Langzeitsicherheitsnachweis, ist der systematische Strategie zum Umgang mit den Ungewissheiten. Und die SSK schreibt uns eben in das Stammbuch, wir sollen das auf der Basis möglichst realistischer Annahmen durchführen. Die Begründung der SSK ist ganz klar. Dann ist eben auch eine sinnvolle Optimierung möglich. Und diese realistischen Annahmen fordern ganz klar einen deutlichen Umgang mit den Ungewissheiten. Das war's für die Einleitung. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen, schon auch ganz schön viel und interessanter Input. Aber es geht noch weiter. Wichtig wäre mir, dass Sie mitnehmen aus dem ersten Teil, ungewiss ist nicht gleich unsicher, weil wir die Sicherheit anhand von ganz klaren Kriterien beurteilen können. Und Sie sehen, ich habe hier so ein paar Schlagworte zusammengestellt, die wir dann natürlich auch noch im Folgenden diskutieren können. Ja, vielen Dank für den Moment. Bevor wir weitergehen zum zweiten Vortragsblock, wollen wir einmal fragen, ob es Fragen gibt, die Sie vielleicht auch direkt stellen möchten. Ich sehe schon, dass eine Person schon dazu bereit ist. Ich habe gesehen,
dass es im Chat noch eine zweite Frage und auch eine Anmerkung gab. Vielleicht, wenn Sie mögen, die auch direkt zu stellen, wäre das total toll. Dann können wir direkt miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe eine technische Frage im Chat gesehen. Da hat zumindest eine Person gesagt, dass sie die Folien nur schlecht lesen kann. Ich habe gerade bei mir nochmal geguckt. Ich konnte sie lesen. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt an der Internetverbindung liegt, Ihrem Gerät. Was Sie mal versuchen könnten, ist, dass Sie es auch auf YouTube versuchen. Da ist die Qualität meistens ein bisschen besser, was die Folien angeht. Dafür können Sie leider nicht live mitdiskutieren, aber das vielleicht für Sie ein Ausweg, damit Sie gleichermaßen gut hier an der Veranstaltung teilnehmen können. Und dann, wenn ich das richtig gesehen habe, war Frau Gleisner gerne bereit, selber eine Frage zu stellen. Und wenn das so ist, würden wir uns freuen, wenn wir Sie gleich hier sehen oder hören und mit Ihnen sprechen können. Hallo, Frau Gleisner. Hallo, also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich hören. Sehr gut, danke. Ja, danke. Na, danke an die, also an alle Vortragenden und die anderen Fragen. Ich komme halt aus ein bisschen exotischen Thema. Ich bin Sicherheitsbeauftragte für Cybersecurity bei Atommüll. Und ich habe das halt im deutschen Sprachraum bisher noch nicht gehört. Und ich fand es halt sehr interessant, dass Sie das schon auf so ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch aufgegliedert haben. Und jetzt haben Sie ja bedauerlicherweise diesen Cyberangriff in Bitterfeld gehabt. Und man könnte sich ja vielleicht, sage ich mal, so eine Wunschliste erstellt haben, irgendwie im Hintergrund. Und ich sehe halt auch hier Herrschaften, die MWU hinter ihrem Namen haben. Also mit Ämtern habe ich jetzt mehr das Gespräch gehabt, dass man da vielleicht ein bisschen aufstocken könnte. Und das hätte mich nochmal interessiert. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, Sie plädieren dafür, dass wir als BGE und auch die beteiligten Behörden im Bereich der IT-Sicherheit uns noch verstärken. Habe ich das richtig zusammengefasst? Richtig. Und gestern war auch eine Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Da waren zwei Herrschaften von Ihnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus Datenschutzgründen sagen darf. Da war auch Verwaltung dabei. Also die hätten das unterstützt. Aber danke nochmal für den Vortrag, besonders mit diesem Hintergrund, dass Sie schon einen Cyberangriff hatten. Okay, ja, vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir sind jetzt nicht die Leute aus unserer IT-Security. Da haben wir eine eigene Abteilung, die sich damit intern intensiv beschäftigt und auch regelmäßig auf uns zukommt und uns befragt. Und also arbeiten wir total intensiv dran intern. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sind wir aber jetzt nicht irgendwie die ganz richtigen Ansprechpartner und natürlich irgendwie, was wir da ganz genau machen, können wir jetzt auch nicht in der Runde Ihnen erzählen. Das wäre ja nicht so sinnvoll. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Dann habe ich Vielleicht habe ich es zu dumm oder zu lange gesagt. Haben Sie dann auch quasi wie Sicherheitswunschlisten? Weil also man kann ja immer nur einen Tick vielleicht drauflegen wollen. Dankeschön. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Natürlich ist IT-Sicherheit bei uns ein ganz großes Problem. Wir sind hier von unseren IT-Systemen deswegen auch sehr modern aufgestellt. Wir sind bisher, Gott sei Dank, von ernsthaften Angriffen verschont geblieben. Wir verfolgen auch das Prinzip der Trennung der Systeme, also die Endlagersysteme, da wo es dann sicherheitsrelevant sind, sind nicht so einfach angreifbar. Das ist so ein Punkt. Und natürlich haben wir auch unsere Anforderungsliste. Ich würde es jetzt mal nicht Wunschliste nehmen, weil mit Wünschen können wir nicht so viel umgehen, nicht so gut umgehen. Wir haben Ziele und wir haben Anforderungen und die setzen wir natürlich dann auch eins zu eins um. Wir haben auch einen IT-Sicherheitsbeauftragten, mit dem wir dazu ständig im Dialog sind. Und es gibt umzusetzen mit einer Übergangsfrist jetzt auch eine spezifische IT-Sicherheitsanforderungen für kerntechnische Einrichtungen. Das ist gerade geschaffen worden, auch auf regulatorischer Basis. Und wir setzen das bereits um. Also ich will mal ein Beispiel sagen, einen USB-Stick brauchen Sie in meinem Betrieb nicht mehr mitbringen. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, aber das brauchen Sie gar nicht mitbringen, weil den werden Sie nirgends reinstecken können. Okay, ja, vielen Dank.
Dann kommen wir zu Herrn Fox, der eine Anmerkung hat und eine Frage. Wir beginnen mal mit der Anmerkung. Die bezieht sich auf die 90-Sekunden-Animation ganz zu Beginn. Und er sagt, das Planfeststellungsverfahren sei bereits... Oh, da ist er auch. Wollen Sie auch selber reden? Das ist ja toll. Hallo, Herr Fox. Traumhaft. Dann muss ich das ja gar nicht vorlesen. Sehr schön. Nein, müssen Sie nicht vorlesen. Vielleicht eine kleine Anmerkung vorweg zum Thema der Folien. Also in der Fachkonferenz Teilgebiet hatten wir das gleiche Problem im ersten Beratungstermin, dass viele Folien so grisselig zu sehen waren. Das war hier jetzt auf dem Monitor auch so. Hat sich ein bisschen geändert, als Herr Hanf die Folie größer gestellt hatte. Also das jetzt für die weitere Veranstaltung vielleicht sinnvoll, so groß wie möglich das gleich einzustellen. Dann kommt es besser. Aber war trotzdem noch grisselig. Da kann man was gegen tun, wenn man das entsprechend vorher mal probt. Zum Filmchen habe ich zwei Anmerkungen gemacht. Ich möchte eigentlich nur auf den Punkt eingehen, dass dort behauptet wurde, dass das RAM sicher stillgelegt werden kann, sondern dass das so sei. Und meines Wissens ist es so, dass das festgestellt wird in dem Moment durch die Genehmigungsbehörde, ja, wenn sie dann nachher ihren Stempel drunter setzt. Also im Moment kann davon noch nicht die Rede sein. Es sei denn, so ja, auch in dem Sinne des realistischen erwartungsbasierten Ansatzes, es sei denn, die BGE hat sich entschlossen, das Ostfeld zu räumen, weil man eingesehen hat, dass man den Anhydrit niemals dicht kriegt, wo der Weg eben zum Verschluss dann nur darüber führen würde, dass man den Anhydrit irgendwie dicht kriegt. Und im Augenblick ist das ja noch nicht so absehbar. Haben Sie sich dazu entschlossen? Also es ist ganz, danke für die Frage, Herr Fox. Ja, bitte, gerne. Sie werden uns natürlich verzeihen, dass wir natürlich und selbstverständlich der Auffassung sind, weil wir unser System sehr gut kennen, dass wir das ERAM sicher stilllegen können. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich fahrlässig unterwegs, weil dann müsste ich auch einen ganz anderen Antrag bei meiner Genehmigungsbehörde stellen. Dann müsste ich mich ja ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, was ich stattdessen zu tun habe. Deswegen haben wir natürlich, Sie haben völlig recht, behördlich festgestellt ist das natürlich erst, wenn wir den Stempel der Genehmigungsbehörde haben. Aber da haben Sie völlig recht. Aber unsere eigene Überzeugung, die müssen wir schon haben. Und die müssen wir nicht nur haben, sondern die haben wir auch. Das ist Punkt 1. Und wie soll ich sagen, wir sind der festen Überzeugung, genauso festen Überzeugung, dass wir natürlich das ERAM auch mit den radioaktiven Abfällen im Ostfeld sicher stilllegen können. Das ist für uns überhaupt kein Zweifel. Sie haben recht, dass wir dafür eine besondere Maßnahme und technische Lösung zu berücksichtigen haben, weil das Ostfeld in einer Strecke auf der vierten Sohle nicht von Salz umgeben ist oder die Strecke nicht aus Salz besteht, sondern aus einem anderen Gestein, so wie es hier liegt. Das ist der sogenannte Hauptanhydrit oder Anhydrit. Und das ist etwas widerborstiger, hätte ich jetzt mal salopp gesagt, oder widerspenstiger in der Nachweisführung für eine sichere Abdichtung, weil es nicht aufkriecht. Aber wir sind der festen Überzeugung, und ich persönlich stehe auch dafür, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dafür gute technische Lösungen haben. Wir sind dabei, die Demonstrationsbauwerke dafür zu errichten. Wir planen sie momentan und werden sie in den nächsten Jahren errichten. Wir werden es der Behörde zeigen und dann werden wir die Genehmigung bekommen oder nicht. Motivation in allen Ehren, Herr Hanf. Und ich hätte sie an Ihrer Stelle genauso. Aber hier geht es ja nicht darum, was persönliche Überzeugungen sind, sondern es geht darum, richtig, was festgestellt ist. Und genau das ist noch nicht festgestellt und wird hier einfach so behauptet. Und das ist nicht in Ordnung. Herr Tomauske hat 1994 schon in einer Veranstaltung sich hingestellt und gesagt, das Ding ist langzeitsicher. 94. Ja? Dankeschön. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Herr Mehnert hat noch eine Frage. Sehr schön. Vielen Dank. Dann los geht's, Herr Mehnert. Ja, ich habe zwei Fragen, Anmerkungen. Einmal hat Herr Rampft wieder den Begriff Nachweis der Langzeitsicherheit geprägt.
Ich glaube, man sollte da die Begrifflichkeiten inzwischen mal anpassen. In der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung wird nicht mehr vom Langzeitsicherheitsnachweis gesprochen, sondern von der Bewertung der Langzeitsicherheit. Das ist, glaube ich, ein Begriff, den man auch im ERAM benutzen sollte, um der Öffentlichkeit nicht was vorzugaukeln, was nicht gelingt. Einen Nachweis kann man nicht führen bei der Langzeitsicherheit. Wird man sich jetzt in diesem Sprachgebrauch auch im ERAM der Sicherheitsanforderungsverordnung nähern und vielleicht darüber hinausgehen? Also nach meiner Meinung müsste man sprechen von der Bewertung des Langzeitrisikos, was einfach eine wesentlich offenere Formulierung ist. Der zweite Punkt ist, Sie erwähnten die SSK und die ESK-Stellungnahme zum ERAM. Da muss man ganz klar sagen, dass es um die entgelagerten Abfälle im ERAM geht. SSK und ESK haben nicht betrachtet, die, was offensichtlich immer noch im Vorhaben ansteht, die Endlagerung der zwischengelagerten Abfälle. Was gibt es da für Vorstellungen, was soll man da ansetzen? Wie wird damit verfahren? Wird da zum Beispiel die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung von 2020 eingesetzt oder werden die Sicherheitsanforderungen von 1983 angewendet? Also ich kann beide Fragen natürlich beantworten. Zum Punkt 1, Herr Mehnert hat vollständig recht. Das ist, also nehmen Sie es mir nicht übel, es sind einfach die 30 Jahre, die ich im Geschäft bin. Wir haben mal mit Langzeitsicherheitsnachweis begrifflich angefangen. Ich bin da wohl nochmal in meine Vergangenheit gerutscht. Insofern haben Sie völlig recht. Wir sprechen heute auch intern, wahrscheinlich hat der Herr Mohlfeld hinten im Hinterzimmer so als Reserve-Joker schon in seinen Stift gebissen. Natürlich sprechen wir sowohl intern als auch extern von Langzeitsicherheitsbewertung oder Sicherheitsbewertung. Nehmen Sie es mir nicht übel, war ein Fehler von mir. Ganz klar. Zu der Frage SSK, ESK und Normierung der Anforderungen. In unserer Wahrnehmung differenzieren SSK und ESK in ihren Formulierungen an die für die oder in ihren Hinweisen für die Stilllegung des ERAM nicht das Abfallinventar, sondern sie formulieren ganz allgemeine Empfehlungen und Anforderungen an die Schließung, die ESK noch etwas allgemeiner unter dem Gesichtspunkt des Strahlenschutzes. Und bei der ESK ist es so, dass die ESK dort aufsetzt, wo wir eine erste Langzeitsicherheitsbewertung durchgeführt haben. Die wird ja bewertet und dann mit Empfehlungen versehen. Und diese Langzeitsicherheitsbewertung umfasst auch die momentan noch zwischengelagerten radioaktiven Abfälle, die ja für die Stilllegung als Verbleib vorgesehen sind. Und deswegen, jetzt, wenn man jetzt ein bisschen Semantik betreibt, würde ich sagen, bei der ESK bin ich nicht so ganz Ihrer Auffassung, mindestens da bin ich nicht so ganz Ihrer Auffassung, dass Sie sagen, die Regeln der ESK oder die Empfehlungen der ESK gelten nicht für die zwischengelagerten radioaktiven Abfälle, weil die ESK bezieht sich ja auf den Entwurf der ersten Langzeitsicherheitsbewertung. Bevor wir jetzt Herrn Mehnert antworten lassen, möchte ich noch ganz kurz vielleicht nochmal alle abholen, weil natürlich nicht alle so tief im Thema sind wie Herr Mehnert. Einfach, dass wir hier inhaltlich keinen verlieren mit endgelagerten Abfällen, zwischengelagerten Abfällen. Also wir haben das Endlager Morsleben und in dem Bergwerk, in dem Endlager, befinden sich endgelagerte Abfälle. Und die sollen dort verbleiben, auch im Ostfeld, das haben wir ja gerade besprochen. Und das Endlager soll stillgelegt werden. Jetzt haben wir zusätzlich in dem Bergwerk noch zwischengelagerte Abfälle. Die lagern dort auch und die konnten damals nicht entgelagert werden, formal, juristisch betrachtet, weil sie nicht die Voraussetzungen dafür nach der Genehmigung
erfüllten. Deswegen wurden sie in dem Endlager zwischengelagert und dort sind sie jetzt zwischengelagert und das Ziel ist aber im Rahmen der Stilllegung, sie dort auch entzulagern. Das heißt nicht, dass man die nochmal anfassen würde oder irgendetwas mit ihnen machen würde, um sie von dem Zustand der Zwischenlagerung in den Zustand der Endlagerung zu überführen, sondern ich würde sagen, man könnte sagen, es ist vor allem ein Wandel auf dem Papier, dass sie den Status wechseln von zwischengelagerten Abfällen zu endgelagerten Abfällen. Und die Frage war, ob, was diese zwei Abfalltypen angeht, es unterschiedliche Sicherheitsstandards gibt. Und die Antwort war, nee, gibt es nicht, sondern natürlich werden die gleichermaßen gleich betrachtet. Das vielleicht nur zur Einordnung dieser Frage oder der Thematik. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Herr Mehnert, wollten Sie noch was sagen oder haben Sie sich schon verabschiedet? Ich will das Programm nicht durcheinander bringen. Aber Ihre Darstellung ist natürlich Ihre Darstellung und meine Darstellung ist eine andere Darstellung. Wenn man zwischengelagerte Abfälle jetzt entlagern will, dann muss man da auch die jetzigen Sicherheitsanforderungen anwenden. Und da bin ich gespannt, wie das passiert. Also man kann nicht die zwischengelagerten Abfälle einfach so tun, als wenn das nur auf dem Papier steht und das dann auf das andere Papier schreiben. Das geht nicht. Also da müssen wir uns schon an die Sicherheitsanforderungen halten. Aber ist klar, ist eine auch jahrzehntealte Diskussion. Okay, vielen Dank. Ich weiß, darf ich Werbung für Ihren Blog machen? Ja, okay, ich darf. Also für die, die das interessiert und die quasi auch die andere Perspektive kennenlernen wollen oder wenn sie beide Perspektiven kennenlernen wollen, kann ich Ihnen zwei Webseiten empfehlen, wenn Sie sich nochmal mit dem Thema beschäftigen mögen. Das ist einmal die der BGE, das ist www.bge.de und dann gibt es den Blog Endlagerdialog.de, hoffe ich, sonst müssen Sie mich korrigieren, Herr Mehnert, der das Thema aus einer kritischen Perspektive betrachtet und dabei auch nicht nur das Endlager Morsleben im Blick hat, sondern auch die anderen Projekte der BGE. Insofern, wenn Sie sich aus einer kritischen Perspektive noch einmal mit dem Endlager Morsleben beschäftigen wollen, besuchen Sie gerne diese Webseite. So, jetzt muss ich einmal gucken, ob es noch weitere Fragen gibt. Ansonsten würden wir weitermachen mit dem zweiten Vortragsblock. Weitere Fragen sehe ich gerade nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die aktive Diskussion bis hierher. Das ist immer schön. Vielen Dank, dass Sie sich auch mit Video zu Wort gemeldet haben und ein bisschen mit uns diskutiert haben. Und dann übergebe ich an Dr. Steffen Knospe für den zweiten Teil. Ja, hallo. Dankeschön. Das Thema bleibt so sicher ist sicher, auch für meinen Vortrag. Ich will aber den Fokus ein bisschen auf jetzt mehr auf den Aspekt der Ungewissheiten lenken. Viele Aspekte oder viele Begriffe, die ich hier in dem Vortrag Ihnen zeigen werde, wurden schon in den Fragen teilweise mit angerissen. Und ich hoffe, dass das auch eine gute Einführung gegeben hat, sodass ich gegebenenfalls über den einen oder anderen Punkt auch gut hinwegkomme. Gut im Sinne, dass Sie das verstehen, was ich hier Ihnen präsentieren möchte. Es wird ein paar mehr Begriffe geben in dem Vortrag, aber komplizierter als das, was vorhin präsentiert wurde, ist es sicher nicht. Also ich möchte einleiten mit der Frage, wie bewerten wir Langzeitsicherheit und das als Ausgangspunkt nehmen für eine Darstellung, wie wir mit Ungewissheiten umgehen. Das wollen wir auf systematische Art und Weise tun. Ich will Ihnen dafür ein paar Beispiele nennen aus unserem, täglichen Geschäft. Mit dieser nochmal Verknüpfung von Sicherheitsaussage und Ungewissheiten möchte ich dann am Ende zusammenfassen und hoffentlich Sie davon überzeugen, davon, was Herr Ranft gerade nochmal gesagt hat. Ja, wir sind auch sicher, wenn wir gewisse Ungewissheiten uns zugestehen. Ja, wie bewerten wir Langzeitsicherheit? Dafür ist es ganz wichtig, eigentlich Grundvoraussetzung, vielleicht auch die Einschränkung, könnte der eine oder andere sagen. Und zwar ist es, dass wir
Sicherheit oder ja, bewerten, Langzeitsicherheit auch bewerten, im Sinne des Erreichens und des Einhaltens ganz konkreter Schutzziele. Ja, also da sind Punkte genannt, Punkte uns vorgegeben, Punkte, die wir uns vorgeben, Punkte, die aus den ja schon vielfach angesprochenen Verordnungen und Empfehlungen generiert sind. Das ist unser Maß. Was ist Langzeitsicherheit? Also Langzeit, klar, sagt ja der Name, wir betrachten die Entwicklung des Endlagersystems in der Zeit, ja, und seiner Umgebung, wozu insbesondere auch die Biosphäre gehört. Ja? Also wir betrachten nicht nur das alte Bergwerk, sondern wollen auch Sicherheitsaussagen treffen bezüglich der Entwicklung außerhalb. Also im Deckgebirge, im Grundwasser, in der Biosphäre. So, lange Zeit vom Verschluss bis zu 1 Million Jahre nach der Stilllegung. Das ist unser Zeitrahmen. Und dafür haben wir Schutzziele, wie schon gesagt. Und die sind teilweise auch relativ konkret gefasst. Schutzziel, möglichst geringe Freisetzung von Radioaktivität. Da ist explizit vorgegeben eine Zahl von Dosis, die eine Person an der Erdoberfläche empfangen kann pro Jahr, mit unterschiedlichen Zahlenwerten für erwartete und davon abweichende Entwicklungen. Erwartungshaltung hat der Herr Ranf kurz eingeführt. Das ist unser vielleicht neuer Maßstab. Andere Schutzziele, Kritikalität verhindern und auch Bergschäden vermeiden. Also Schutzziele, vielleicht verwirrt das Bild, oder ich wurde darauf hingewiesen, dass das Bild mit dem Regenschirm vielleicht verwirrt, aber finde ich gar nicht. Ne? Ein Regenschirm als System hat natürlich auch Schutzziele. Ja, schützt das unten drunter vor Regen, aber schützt das unten drunter gegebenenfalls auch vor Sonne. Ja, zwei unterschiedliche Schutzziele. Und die Spitze da an dem Schirm, dieser Schniepel, das ist eigentlich ein Teil des Systems, der mit Regen und Sonne gar nichts zu tun hat. Der dient einfach, dass man diesen Schirm auch für was anderes noch verwenden kann. Aber das nur nebenbei. Ungewissheiten im Endlagersystem. Ungewissheiten bei der Beschreibung eines solchen Endlagersystems, eines solchen komplexen natürlichen Systems, sind unvermeidbar. Behaupte ich einfach so, und da werden Sie sicherlich auch mitgehen. Wir haben auf jeden Fall, wenn wir Werte erfassen, wenn wir messen, gewisse Genauigkeiten, die die Technik mit sich bringt oder derjenige, der da misst. Wir werten Daten aus und haben eben nicht nur Mittelwerte, sondern diese Mittelwerte haben auch eine Streuung. Wir müssen uns auch unterhalten oder Gedanken machen im Sinne von ungewiss. Ja. Sind die Zahlen, die wir erfassen, wirklich repräsentativ für das, was wir dort messen? Sind die Minimalwerte wirklich Minimalwerte oder Maximalwerte wirklich Maximalwerte? Das möchte ich nicht weiter ausführen, aber geht so ein bisschen in die Richtung Konservativitäten. Ne? Der Begriff ist vorhin gefallen und hier sind wir sehr sensibel. In dem Sinne, dass wir eben nicht darauf beharren wollen, sondern uns dazu andere Gedanken machen. Im Sinne von Ungewissheiten beschreiben. So, wir haben natürlich auch Datenlücken, ne? Nicht nur zu viele Daten, sondern teilweise auch Datenlücken. Wir machen Prognoserechnungen für Einzelparameter oder bestimmte Komponenten, also Zeitreihen, die wir analysieren in den Messwerten, aber eben auch prognostizieren oder extrapolieren in der Zeit oder auch im Raum, ja? Aus einer Grundwassermessstelle in die Umgebung und so weiter. Ungewissheiten stecken auch in Einschätzungen über das zukünftig Mögliche. Wurde vorhin schon oder klang schon mal kurz an in den Diskussionen, in Fragen. Und wir haben uns mit Varianten zu beschäftigen. Verschiedene Klimabilder wurde vorhin auch schon genannt von Herrn Ranft. Also wird es eine Eiszeit geben oder nicht? Ja, und die Frage dabei ist, wann denn? Ja, und wie gewiss sind wir dabei, so einen Zeitpunkt festzulegen. Ja? So, wir verwenden verschiedene Berechnungsansätze, das ist klar. Nochmal zusammengefasst und hier mal als eine Abfolge dargestellt. Ja?
die zu Ungewissheiten für die Bestimmung zukünftiger Verhältnisse. Ja, wir haben diese natürlichen oder technischen Komponenten, also Bauwerke oder eben das Salzgestein, die Abfälle und so weiter, die haben Eigenschaften und Prozesse, die wirken. Wir versuchen das mit Messen zu erfassen oder mit wissenschaftlichen Abhandlungen zu beschreiben. Da gibt es Unsicherheiten. Die Unsicherheiten, Unsicherheiten gibt es auch, aber wir wollen mit den Ungewissheiten uns beschäftigen. Ungewissheiten in den Verknüpfungen, also Abhängigkeiten, ist hier das Wort dafür. Na, in welcher Beziehung stehen Temperaturmessungen und Messungen von Salzgehalten und so weiter? Ja, haben wir das umfassend genug abgebildet? Alles das spiegelt sich dann wieder in Parameterverteilung, in verschiedenen Varianten in der Berechnung. Und das, was ich hier zeigen will, ist, dass es mit den kleinen Pfeilchen, dass es hier so eine Abfolge gibt. Ja, also Messwertgenauigkeit als eine Art der Ungewissheit setzt sich natürlich fort in die weiteren Untersuchungen und Berechnungen. Setzt sich fort in die Modellrechnungen, die wir anstellen und hier eben in der Weise, dass wir verschiedene Rechenfälle haben, ne, eine Mehrzahl. Wir müssen mehrmals rechnen, ne, um verschiedene Varianten abzubilden. Und wir haben zeitlich und räumlich variierende Parameter. Ja? Nicht einzelne Zahlen, sondern Werteverteilung. Ja? Ein Wert reicht von so und so bis zu einem Maximum, wie auch immer. Im Beispiel oder im Detail zeige ich Ihnen das nachher nochmal auf einer Folie. So, mit den hier als probabilistische Berechnungen bezeichneten, ja, rechnen mit Wahrscheinlichkeiten oder mit Wertebereichen, sind wir nicht am Ende. Ne? Unser Ergebnis ist also nicht eine Zahl von Dosis oder nicht eine Zahl von Kontamination, sondern es sind immer Ergebniswerteverteilungen, die wir statistisch auswerten müssen, bevor wir in eine Bewertung gehen können. Ja? Also ein gewisser, wenn Sie wollen, zusätzlicher Aufwand. Ich zeige Ihnen das dann noch im Beispiel. Wir haben direkt dazu eine Zuschauerfrage. Vielleicht können wir da unterbrechen. Wo sind die gerade präsentierten Schutzziele definiert? Machen wir das selber oder steht das irgendwo? Ja, also die Schutzziele sind definiert, in der Regel nicht von uns selber, sondern stehen eben in den vorhin erwähnten Empfehlungen ESK, SSK und in der entsprechenden Verordnung mit dem langen Namen Endlagersicherheitsanforderungsverordnung. Ja, also da kommen diese Zahlen 0,1 und 1 her, die abgeleitet sind für das ERAM. Andere Schutzziele, das bezüglich von Schadstoffen, ja, da geht es im Wesentlichen um den Eintrag von Stoffen, zum Beispiel Schwermetallen, in das Grundwasser. Also für den Fall in der Variante, dass aus dem ERAM, aus der Grube Lösungen ausgepresst werden in späteren Zeiten in das Grundwasser, wollen wir zeigen, dass diese Beeinträchtigungen unterhalb von gewissen Schwellwerten sind. Und natürlich sind solche Schwellwerte vorgegeben, entstammen auch aus entsprechenden Regularien oder werden spezifisch dann aufgestellt. Ja, ich weiß nicht, wenn das reicht, zu dem Schutzziel bergmännische könnte man auch noch was erzählen, aber vielleicht reicht das so als erstmal als Statement. Gerne können wir da noch drüber diskutieren. Ja, der Begriff Modelle, Modellierung, ist schon mehrfach angeklungen. Wir erzeugen Modelle, wir modellieren, um die Entwicklung des Endlagersystems über diese langen Zeiten abbilden zu können. Ja, also wir haben eben nicht die Möglichkeit, alle Varianten, das klang in einer Frage vorhin auch schon mal an, abzuwarten, dass sie eintreten, um sie dann vermessen zu können, ne, und entsprechende Bewertungen abgeben zu können, sondern wir müssen eben prognostizieren, was passieren
was auch möglicherweise passieren könnte und das eben im Sinne von Modellrechnung oder von Simulationen nachstellen, ne, abbilden, nachrechnen und modellieren zu können. Ja? Also wir brauchen Modelle. Wir sind angewiesen auf Modelle. Wir können nicht auf Planung und Messen, so hatte das Herr Ranft in seinem Vortrag benannt, vertrauen. Ist nicht ausreichend. Vertrauen erzeugen wir in unsere Modelle oder in diese Modellierung dadurch, dass wir Klarheit über die Modellziele haben. Also ganz klar ist, welches Ziel hat diese Berechnung, hat dieses Modell. Ne? Bezüglich des Schutzziels gewisse Aussagen treffen, Konsequenzen berechnen, die ich dann bewerten kann. Ne? Wenn das ganz klar ist, habe ich auch Vertrauen in ein Modell. Und was dazu kommt, das ist der Punkt, worauf ich jetzt im Folgenden noch speziell eingehen möchte, ist die Kenntnis der Ungewissheiten in den Daten- und Modellrechnen. Ja, wenn wir das kennen, wie gewiss, wie ungewiss etwas ist, erzeugen wir auch Vertrauen. Das heißt, die bestehenden Ungewissheiten wären in unserer Analyse, in unserer Sicherheitsbewertung, ne, erstmal analysiert, identifiziert, auch quantifiziert und natürlich, wenn es geht, wenn möglich, wenn wir entsprechende Methoden haben, auch reduziert. Der Umgang mit den verbleibenden Ungewissheiten, der ist jetzt wichtig, essentiell. Ne? Und dieser Umgang erfolgt grundsätzlich systematisch. Wir akzeptieren, dass wir Ungewissheiten haben, dass wir eben nicht jede Zahl oder nicht jeden Parameter auf eine fixe Zahl festlegen können. Und wir berücksichtigen diese Ungewissheiten in allen Berechnungen, ja, und bewerten dann die Auswirkungen dieser Ungewissheiten. Ungewissheiten werden also bekannt gemacht in dem Modell oder mit dem Modell. Sie werden modelliert, das heißt auch in die Berechnung einbezogen und sie werden in Ergebnissen transparent kommuniziert. Was für Typen von Ungewissheiten gibt es denn? Das in einer Unvollständigkeit, wurde schon mehrfach genannt, ist auf vielen Folien schon aufgetaucht. Es gibt Parameterungewissheiten, oder auch schon genannt, ne, Messwertgenauigkeit oder auch Häufigkeiten oder Wertebereiche. Diese stellen gewisse Ungewissheiten dar, also ein Typ von Ungewissheiten dar. Ich habe Methodenungewissheiten, ja, bilde ich die Abhängigkeiten von Temperatur und Salzgehalt meinetwegen oder von Schichtmächtigkeit und Strömungsgeschwindigkeit, wie auch immer, stelle ich das richtig dar, setze ich die Abhängigkeiten richtig. Als letztes auch Modellungewissheiten. Ne? Ist alles in dem Modell vorhanden, was ich brauche? Auf dem Bild, wenn wir noch eine Minute mehr Zeit haben, also in dem Bild zum Beispiel diese lange Treppe, ja? Unser Modell enthält als Parameter die Neigung dieser Treppe und Sicherheit, möglicherweise Gefahr, Risiko, kann ich ableiten aus der Steigung dieser Treppe. Ja? Aber im Modell oder für diese Aussage wäre auch wichtig, ob ich das Geländer rechts und links, ob ich das mit einbeziehe. Habe ich das im Modell als Parameter, als Prozess mit abgebildet oder nicht, hat entscheidenden Einfluss auf die Aussage, die ich dann treffe in der Bewertung. Das nur nebenbei. Ja. Der systematische Umgang mit Ungewissheiten. Also, und Möglichkeiten der Reduktion, hatte ich genannt. Dafür gibt es ja, verschiedene Ansatzpunkte, Methoden oder auch in der Abfolge Möglichkeiten, das zu realisieren, also Ungewissheiten identifizieren, erfassen, Generalisierungen, da gehe ich gleich noch in einem Beispiel drauf ein, und eben durch die Anwendung von Systematiken. Ja, Systematik, um sicherzustellen, sicher, dass ich alle möglichen Entwicklungen, die das Endlager nehmen kann, auch in meinen Betrachtungen mit berücksichtige. Ja, Vollständigkeit durch Systematik. Na, wenn ich alles abklopfe, alle Möglichkeiten abklopfe, kann ich mir auch sicher sein, dass ich alle Varianten mit erwischt habe. Na, wie mache ich das? Durch Vergleichsrechnungen, Variantenbestimmungen und so weiter. Ich setze dafür eben Parameter als
Bandbreiten, ich mache probabilistische Modellrechnung, wie vorhin schon mal gesagt, Simulation und so weiter. Der vierte Punkt und vielleicht naja, nicht der wichtigste, aber auch mit genauso wichtig, Akzeptanz dieser Ungewissheiten und das Kommunizieren dieser Ungewissheiten, was eben Vertrauen in die Sicherheitsaussagen erzeugen soll. Vertrauen in die Sicherheitsaussagen, trotz gewisser Ungewissheiten. Am Ende des Vortrags will ich nochmal darauf zurückkommen. So, jetzt Beispiele. Vielleicht, ich hoffe, Sie können mir folgen. Ich will auch nicht allzu viel zu den einzelnen Beispielen erzählen, aber damit Sie einen Eindruck bekommen über Ungewissheiten, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, Ungewissheiten in der Datenerfassung. Hier ein Beispiel von einem Log. In der Auswertung habe ich dann viele Messwerte, die ich entweder der blaue Pfeil mit einem Wertebereich abbilde oder eben Schranken festlege oder berechnen lasse für gewisse Bandbreiten. Reduktion der Komplexität. Das ist ein Beispiel, wo ich Ihnen ein paar Bilder dazu zeigen will, wie wir das angehen. Es geht im Prinzip um den Vorgang der Generalisierung. Eine Generalisierung, das meint verallgemeinern, meint aber nicht weglassen von bestimmten Sachen. Also die Generalisierung wird angepasst an das Modellziel. Was will ich aussagen? Und bezüglich dieser Aussage muss ich alles in meinem Modell sammeln. Ja, vorhandene Informationen und so weiter. Gebot der Einfachheit. Aber nicht im Sinne, dass ich möglichst viel weglasse in meinen Berechnungen, sondern in dem Sinne, dass ich das betrachte, was für die Aussage, für das Ziel wesentlich ist zu beachten. So, im Beispiel jetzt mal hier eine Bildabbildung des Grubengebäudes, des E-Rahmen und eines geologischen Schnittes. Das kennen Sie vielleicht in der Darstellung. Wir arbeiten mit Modellen. Hier mal eine Möglichkeit, eine Option, eine Darstellung eines solchen Modells, relativ detailliert. Ja, jeder Abbau, der sich im E-Rahmen befindet, als eigene Modelleinheit. Innerhalb dieser Modelleinheiten die unterschiedlichsten Prozesse abgebildet, von Strömung über Transport, über Salzlösung und etc. etc. Aber brauchen wir diese Komplexität? Was wir doch eigentlich nicht wollen, und das ist ein großer Unterschied zu Leuten, die vielleicht Computerspiele entwickeln oder Ähnliches. Ja, wir wollen nicht eine Realität nachbauen, keine virtuelle Realität schaffen, sondern wir wollen die Sicherheitsfunktionen des Endlagersystems abbilden, um eben Aussagen dann für die Bewertung zu generieren. Bewertung bezüglich der Einhaltung der Schutzziele, also ganz bestimmte Bewertungen durchführen. Ja, als Beispiel vielleicht, Sie sehen, auch wenn das nicht deutlich wird, das Bild auf Ihrem Bildschirm, die roten Pfeile unten, die vom Westfeld in das Südfeld gehen, die stellen den Prozess von Gastransport oder Gasausbreitung dar, diese Gasausbreitung betrachte ich in einem größeren Maßstab, von einem Teil in den nächsten, aber den Prozess der Gasbildung, also das Bilden bestimmter Gase durch Korrosionsvorgänge, das habe ich eben nur als Prozess in einem oder in bestimmten Bereichen, mehr als ich das in anderen habe. Also brauchte ich diesen Prozess auch nur in einem Teil berechnen. Andere Prozesse muss ich dafür global für das gesamte System bestimmen. Also da gibt es Unterschiede. Ich muss mein Modell anpassen auf die Aussagen und kann auch reduzieren in der Komplexität. Konkret ist das dann hier ein Modell für das Westfeld und Südfeld, ja, oder ein Teil, ein Ausschnitt aus diesem Modell, ein Schnitt, im Vergleich zu dem ersten Modell doch recht einfach aussieht. Ja, ein Schnitt in die andere Richtung. Sie sehen sehr, sehr wenige Kompartimente.
Es gelingt uns trotzdem, die dort ablaufenden Prozesse realitätsnah abzubilden und auch so abzubilden, dass wir die entsprechenden Konsequenzen der Prozesse, der Eigenschaften der Objekte berechnen können. Ja? Nur die notwendigen Daten werden berücksichtigt oder dort, wo die Datendichte entsprechend ist, wird das berücksichtigt. Und wir steigern aber auf jeden Fall die Zuverlässigkeit in den Modellrechnungen, wenn wir uns beschränken in den Aussagen auf das, was nötig ist. Das ist das Eigentliche. Ein zweites Beispiel bezogen auf Systematik. Ne, Systematik bei der Ermittlung von möglichen Entwicklungen des Systems. Ziel ist sicherlich eine möglichst vollständige Beschreibung des Endlagersystems und seines Verhaltens. Also erstmal der Komponenten, Ereignisse und Prozesse, die FEPs, Herr Ranf hat das als Begriff schon genannt, ergänzt und Beschreibung der Ungewissheiten, ne, bezogen auf die Eigenschaften, bezogen auf die Prozesse, die unterschiedlichen Arten von Ungewissheiten jeweils repräsentiert. So, mit einer bestimmten Methodik oder mit einer festgelegten Systematik gelingt es dann aus dem vollständigen FEP-Katalog dann mit vollständig definierten Abhängigkeiten und Ungewissheiten auch das ein System aller möglichen Entwicklungen des ERAM abzuleiten. Ja, Voraussetzung ist, dass ich diese Vollständigkeit in den Einzelkomponenten auch gewährleistet habe. Das vierte, die Akzeptanz, ne, der vierte Punkt und auch der letzte, ne, wieder mit ein paar Bildern. Es ist natürlich, hat es Konsequenzen, auch für uns, die wir diese Modelle erstellen. Konsequenzen in dem Sinne, dass wir gegebenenfalls mehr tun müssen, mehr beachten müssen. Ja? Also statt dem einen Wert, der in die Berechnung eingeht, haben wir eben da eine Linie, ne? Oder gegebenenfalls mindestens mehrere Werte, Minimum und Maximum und so weiter. Teilweise arbeiten wir mit Verteilungen oder mit sozusagen mehr oder weniger wahrscheinlichen Werten innerhalb der Bandbreite von Werten. Wir arbeiten mit Sensitivitätsanalysen. Das meint, wir beobachten in den relativ komplexen Modellen, wie sich einzelne Parameter verhalten. Ja, also wie verhält sich im Transportmodell inklusive Biosphärenbewertung eine einzelne oder bestimmte Isotope, ja, unsere radioaktiven Stoffe. Ja, da kann man sehen, dass die zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Stärke zur Dosis an der Erdoberfläche beitragen. Das kann ich analysieren und jetzt für die unterschiedlichsten Parameter auch in den Analysen bewerten, um sie zu verbessern, die Modellrechnung zu spezifizieren, sagen wir mal. Besser ist immer relativ. Was tun wir dann in den Berechnungen? Ja, vielleicht ist das, illustriert das ein bisschen. Unsere Modellrechnungen sind keine Spielautomaten, aber arbeiten teilweise mit ähnlichen Methoden. Also auch bei dem Spielautomat müssen Sie sehr, sehr oft am Hebel ziehen, bis ein Gewinn ausgespuckt wird. Und dieses viele Berechnungen, das tun wir auch. Ja, unser System hat Parameter, hier mal als Würfelchen dargestellt. Die Würfel können aber zum Beispiel nur schwarz und weiß, nur Ja oder Nein sagen. Sie können Zahlen, Wertebereiche darstellen, ja, von 1 bis 6, wieder normale Würfel, oder eben von 2 bis 64 und so weiter. Ja, also unterschiedliche Parameter, die in dem System, Spielautomat ist es eben nicht, in unseren Berechnungen zusammengewürfelt werden und dann eben ein Ergebnis ausgeben mit den unterschiedlichen Kombinationen, ja, also von dem einen Würfel die 5, von dem anderen Würfel die 1 und bei der nächsten Berechnung taucht eben eine andere Zusammensetzung der Parameterwerte auf. Ja, das ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Hier dargestellt ein Ergebnis von 2000 Berechnungen eines solchen Systems mit variierenden Parametern
und als Wert dargestellt die Maximaldosis, die an der einer Person also ich, ausgesetzt wäre. So, das ist sehr viel mehr als eine Zahl, die wir vergleichen könnten mit unserem Schutzziel 0,1. Ja? Das heißt, ich muss diese Ergebnisse auswerten, bevor ich sie bewerten kann. Ja? Auswerten im Sinne Statistik, was der kleinste Wert da rauskommt, der größte Wert, vielleicht der Mittelwert. Und diese Ergebnisse kann ich im Sinne von Überschreitungswahrscheinlichkeiten auswerten. Ja? Also jetzt kann ich sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, ne, wie viele der Rechenergebnisse zeigen einen Wert größer 0,1. Ja, und damit eine Wahrscheinlichkeit ausgeben, wie gut wir sind mit der Einschätzung, mit der Bewertung, die wir abgeben. Kurze Zusammenfassung. Die Identifikation, das Berücksichtigen, Kommunizieren der vorhandenen Ungewissheiten schafft Vertrauen in die Sicherheitsbewertung. Das ist erstmal mein Statement. Wir haben die Möglichkeit, dadurch von subjektiv bestimmten Wahrscheinlichkeiten und von Bewertungen von Einzelparametern oder von Einzelberechnungsschritten abzukommen. Ja, wir vermeiden Konservativitätsannahmen in dem Sinne, wie Herr Ranft das vorhin erläutert hat. Und wir kommen hin zur Formulierung von Erwartungen beziehungsweise dann Wahrscheinlichkeiten in den Ergebnissen. Ja, mit den Möglichkeiten moderner IT und entsprechenden Sicherheitsvorgaben, moderner Methoden, Stand von Wissenschaft und Technik, ja, das nochmal betont, und eben den vielen Beteiligten. Das bin eben nicht nur ich, sondern ein ganzer Tross von Bearbeitern in unterschiedlichen beteiligten Organisationen. Ja, wir schaffen eine Sicherheitsaussage trotz dieser Ungewissheiten. Sicher ist, dass nicht sicher ist. Selbst das nicht, sagt der Ringelnatz. Und ich sage an dieser Stelle, weil, vielleicht auch nur weil, wir die Ungewissheiten in den Datenmodellen und Berechnungen kennen, beachten und nutzen, können wir die Langzeitsicherheit des ERAM bewerten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, in der Tat, vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns natürlich wieder auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Ein paar haben wir schon bekommen. Wir sind jetzt ja fachlich wirklich ein bisschen tiefer eingestiegen. Deswegen möchte ich zunächst einmal noch sagen, wir werden in den kommenden Tagen die beiden Vortragsfoliensets auf bge.de veröffentlichen. Dann können Sie die sich auch gerne im Nachgang nochmal etwas detaillierter anschauen. Und ja, wenn Sie heute Abend, wenn Sie nochmal drüber nachdenken oder morgen früh oder wenn Sie sich die Folien anschauen, im Nachgang noch Fragen bekommen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dialog@bge.de, dann werden wir die selbstverständlich auch im Nachgang gerne beantworten. Die, die wir jetzt noch beantworten können, beantworten wir gerne jetzt. Insofern, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne und dann besprechen wir diese miteinander. Wir haben schon ein paar Anmerkungen und Fragen, mit denen wir vielleicht beginnen können. Einmal gab es die Anmerkung, dass wir in der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung nicht 0,1 Millisievert pro Jahr als Schutzziel haben, sondern 0,01 Millisievert pro Jahr. Millisievert, sollen wir damit vielleicht ganz kurz einsteigen, ist ein Wert, der biologisch misst die Intensität von Strahlung. Ist das zu einfach ausgedrückt? Kann man das so sagen? Es ist ein Maßstab dafür, welche Dosis auf einen Körper einwirkt und der Körper aufnimmt. Also welche Dosis, und es gibt natürlich auch natürliche Radioaktivität, wir bekommen also eine natürliche Dosis. Und deswegen ist gesetzlich normiert in der Strahlenschutzverordnung, welche Dosen für den Bürger zulässig sind und welche Dosen für beruflich strahlenexponierte Personen zulässig sind. Das sind alles normierte Werte. Und die Werte, an denen wir uns zu orientieren haben, stehen in dem Papier vom BMU 2010 und in den SSK-Empfehlungen von 2010. Das sind diese 0,1 und 1 Millisievert. Sind an dieser Stelle unsere Orientierungswerte oder Schutzziele. Für hochradioaktive Abfälle steht es in der Endlager
Sicherheitsanforderungsverordnung, ich werde das Wort nie hinkriegen, da steht dann eben, das ist eine Größenordnung weniger. Okay, dann haben wir das beantwortet oder geklärt. Dann haben wir noch eine Anmerkung, die lese ich einfach mal vor und dann können wir uns darüber unterhalten. Dann gab es also bis 2010 bzw. 2013 noch kein Regelwerk für die Festlegung der Schutzziele. Kann man so nicht sagen, weil man es ein bisschen runterbrechen muss, wie ich es einleitend auch gesagt habe. Es gibt vor allen Dingen die Normierung durch das Atomgesetz. Wir machen ein Planfeststellungsverfahren nach § 9b ATG. Das heißt, die Normierung ist durch das Atomgesetz vorgegeben. Und das Atomgesetz selber enthält diese Schutzziele gar nicht. Das stimmt insofern. Da steht nämlich drin, Nachweis der erforderlichen Schadensvorsorge nach Stand von Wissenschaft und Technik. Und jetzt die Frage, was der Stand von Wissenschaft und Technik definiert. Und den gab es natürlich auch vor 2013. Es gibt jetzt die spezifischen Festlegungen für das ERAM. Wie ich es gesagt habe, durch BMU 2010 abgebildet, durch die Empfehlung der SSK und durch die entsprechenden Festlegungen unserer Genehmigungsbehörde. Was vorher maßgeblich war, waren die Werte aus der Strahlenschutzverordnung. Da gab es keine spezifischen Festlegungen für das ERAM und deswegen hat man zu dieser Zeit die unmittelbaren Werte aus der Strahlenschutzverordnung für den Bürger, die zulässig sind, aus einer kerntechnischen Einrichtung verwendet. Das waren 0,3 Millisievert. Okay, dann habe ich gesehen, dass Herr Mehnert, glaube ich, noch... Nee, es war noch eine Anmerkung, glaube ich. Ja. Das mit dem Berg... Mit den Bergschäden. Mit den Bergschäden, genau. Jetzt wird sie wieder angezeigt. Ist die Vermeidung von Bergschäden ein Schutzziel für Endlager im atomrechtlichen Sinn? Beziehungsweise, woher resultieren Beschränkungen zum Beispiel für Schwermetalle? Ist eine ziemlich gute Frage. Ich mache das mal, weil das ein bisschen juristisch ist, Herr Knospe. Ja, gerne. Streng genommen gehören die Bergschäden nicht in die atomrechtlichen Fragestellungen. Das stimmt. Weil das Atomrecht beschäftigt sich mit dem Strahlenschutz und den entsprechenden Anforderungen aus der Radioaktivität heraus. Aber wir haben in Deutschland ein sehr gutes System, nämlich dass ein solches atomrechtliches Planfeststellungsverfahren, das gesetzlich geregelt, alle weiteren, wir haben ja immer den Dualismus in der Endlagerung zwischen Atomrecht und Bergrecht und noch anderen Rechtsgebieten. Wasserrecht, Naturschutzrecht. Es gibt da unterschiedliche Rechtsgebiete und die muss man nebeneinander einhalten. Und wir haben die gute Regelung im Atomrecht, dass die atomrechtliche Verfahrensverordnung bzw. die gesetzlichen Regelungen festlegen, dass die anderen Anforderungen im Atomrecht konzentriert werden. Das heißt, wir haben die Maßgabe, guck nicht nur auf den Strahlenschutz, sondern guck auch auf das Bergrecht, guck auch auf das Wasserrecht und das wird in diesem atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren, der Jurist nennt es, konzentriert zusammengezogen. Und deswegen behandeln wir, obwohl es primär nicht ins Atomrecht gehört, über diese Konzentrationswirkung auch die Anforderungen aus dem Bergrecht und die Frage mit den Schwermetallen, wo kommt das her? Aus dem Wasserrecht. Die wasserrechtliche Vorgabe lautet, keine nachteilige Veränderung für das Grundwasser. Was nachteilig ist, ist durch sogenannte Schwellwerte in entsprechenden Verordnungen geregelt. Und deswegen, weil das Wasserrecht mitkonzentriert wird, behandeln wir das natürlich auch. Sonst müssten wir eine gesonderte wasserrechtliche Betrachtung machen. Okay, dann haben wir Herrn Mehnert und Frau Gleisnert auch noch eine Frage. Ich sehe Herrn Mehnert, dann bitteschön. Ja, erstmal möchte ich Herrn Knospe loben, denn er hat grundsätzlich von Bewertung der Langzeitsicherheit und Bewertung der Sicherheit gesprochen. Ja, danke schön. Positiv. dann möchte ich eigentlich mal eine Anmerkung loswerden. Es geht ja darum, komplexe Systeme zu vereinfachen. Da muss man einfach sagen, dass ERAM als altes Gewinnungsbergwerk ist ein sehr komplexes System. Und deshalb ist es eigentlich für die Endlagerung nicht geeignet. Und deshalb ist es auch für die Endlagerung der zwischengelagerten Abfälle nicht geeignet. Soweit quasi auf Ihre Hinweis, komplexe Systeme müssen vereinfacht werden.
Dann ist die Frage, wie ist es denn jetzt vorgesehen? Bei der Erörterung 2011 lagen ja zwei Modelle vor. Wir hatten da also eine Diversität von zwei bei Modellen, einmal das EMOS-Modell und das PROSA-Modell. Wird diese Modelldiversität weiter fortgeführt oder ist das nicht mehr vorgesehen? Sie sprachen immer wieder bei den Ungewissheiten von öfter von Verteilungen. Da möchte ich darauf hinweisen, dass es oft nicht so einfach ist. Bei den Entwicklungen zum Beispiel kann man ja nicht von einer Wahrscheinlichkeit oder von einer gegebenen Wahrscheinlichkeit ausgehen. Da gibt es nur die wahrscheinlichen und die weniger wahrscheinlichen Entwicklungen. Und da muss man ja, kann man nicht mehr mit Wahrscheinlichkeiten und Probabilistik arbeiten, sondern man muss Szenarien aufstellen. Gleiches gilt eigentlich, also heutzutage wird es ja als Geosynthese bezeichnet. Früher im ERAM war es immer das geologische Modell Morsleben. Da gibt es einen Ansatz von der BGR und einen Ansatz vom Landesgeologischen Dienst Sachsen-Anhalt. Die waren lange Zeit nicht kompatibel. Wird jetzt auch hier quasi mit diversen zwei Ansätzen gearbeitet oder hat man sich auf ein Modell geeinigt? Okay, das waren im Wesentlichen die Anmerkungen bzw. Fragen. Ja, Fragen gerne. Gerne erstmal antworten, weil mehr als drei kann ich mir dann doch nicht merken. Also Diversität. Diversität bezüglich der Strömungs- und Transportmodellierung hatten Sie gefragt und verwiesen auf EMOS und PROSA, also zwei Berechnungen, die durchgeführt wurden damals quasi parallel, zwei unterschiedliche Softwarepakete, eben dieses EMOS und PROSA. Und man hat versucht, möglichst vergleichende Modelle oder vergleichbare Modelle zu verwenden mit zwei unterschiedlichen Ansätzen der numerischen Umsetzung. So, Frage, das wird in Zukunft nicht mehr so konsequent im Sinne von voneinander getrennt rechnen verfolgt, sondern wir setzen jetzt auf ein Modell, das Modell Kafka oder die Software Kafka und stellen aber sicher, dass parallel für Detailmodelle oder für Ausschnitte in der Modellierung oder für bestimmte Prozesse auch mit anderen Softwarelösungen, mit anderen Modellen gerechnet wird. Aber dieses komplette Parallelität oder Diversität wird es nicht geben. Das Gleiche trifft für die Aussage für Frage 3. Habe ich leider vergessen. Wer kann mir geologisches helfen? Modell. Ach so, oder beiden geologischen Modelle oder die unterschiedlichen geologischen Modelle. Hier wird im Moment daran gearbeitet, diese Modelle zusammenzuführen. Hier sind die beteiligten Organisationen, also es ist vornehmlich das Landesamt für Geologie und Bergbau, hieß es früher, ich bin mir nicht sicher. Und die BGR eben in einem intensiven Austausch über unterschiedliche Interpretationen von Messergebnissen, ja, die dann in den Modellen unterschiedlich bewertet wurden, sodass es eben dann im Ergebnis zu Unterschieden kam. Das soll nicht diversifiziert werden in den Auswertungen, sondern es soll ein Modell entstehen, das hoffentlich alle Daten repräsentiert und auch sozusagen mit die unterschiedlichen Meinungen, die es gibt, vereinheitlicht oder verinnerlicht. Die erste Frage, muss ich gestehen, habe ich leider auch. Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage war oder eine Anmerkung. So ein da ging es ja um die Kommentar. Frage, Morsleben ist ein altes Bergwerk, ist als Endlager oder sei als Endlager nicht geeignet und aus der Perspektive wäre es dann auch für die Zwischenlager nicht geeignet. Ich glaube, dass wir uns eigentlich alle einig sind. Natürlich ist das ein altes Bergwerk und natürlich würden wir es heute als Endlagerstandort nicht mehr auswählen, nach heutigen Standards.
Das ist ganz klar. Und gleichzeitig sind die Abfälle aber ja dort. Und will man sie wirklich zurückholen? Ist das wünschenswert? Wäre das besser, als sie dort zu belassen, wenn man sie dort sicher belassen kann? Und ja, ich glaube, dass wir dort einfach zu der Antwort kommen, dass es sicherer ist und besser ist, wenn wir die Abfälle dort belassen, wo sie sind, und deshalb so verfahren, wie wir das tun, auch wenn wir uns, was die Ausgangslage angeht, sicherlich total mit Ihnen einig sind. Selbstverständlich würden wir heute keine neuen Abfälle in dieses oder solch ein Bergwerk verbringen. Herr Willmanns, ich würde es gerne ergänzen. Warum ist das denn so, dass man sagt, man nimmt kein altes Bergwerk? Wir müssen ja gucken, nehmen wir das jetzt als fundamentalistische Position und sagen, damit ist das gesetzt, oder gucken wir, welche Ursachen das hat. Und die Ursache, und ich denke, wir müssen auf die Ursache gucken, und die Ursache ist die, dass man bei einem bestehenden alten Bergwerk unter Umständen nachteilige Auswirkungen hat auf die Sicherheit oder auf den Sicherheitsbetrachtung, Bewertung, indem man zum Beispiel die Komplexität erhöht. Wir haben in Morsleben ein Streckennetz von fast 40 Kilometern, einen Gesamthohlraum mal gehabt von knapp 8 Millionen Kubikmetern, von dem ein Teil schon verfüllt ist, und eine Vielzahl von Hohlräumen, die Herr Knospe sozusagen entweder zu betrachten hat oder in seiner Abstraktion im Modell mühsam auszusortieren hat. Das macht es kompliziert und nicht zweckmäßig. Das heißt aber noch lange nicht, dass daraus Unsicherheit resultiert oder Gefahr resultiert. Und deswegen liegt es mir immer am Herzen, dass man, wenn man diese Frage betrachtet, das würde man heute nicht nochmal machen. Warum nicht? Weil es gefährlich ist oder unsicher, oder weil es einfach nicht zweckmäßig ist in diesem Fall. Und hier muss dann der Zweckmäßigkeitsvergleich bleiben, den Herr Willmanns schon angesprochen hat. Und am Ende ist die Sicherheit entscheidend, weil das Regelwerk aus unserer Sicht nicht ausschließt, dass die zwischengelagerten Abfälle jetzt mit der Planfeststellung für die Stilllegung entgelagert werden. Okay, ja, vielen Dank dafür. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von Frau Gleisner. Sind Sie mit diesen Fragen, mit dem Umgang damit, was die Ungewissheiten angeht im Bereich Morsleben alleine, oder tauschen Sie sich innerhalb der BGE auch mit den anderen Projekten aus, mit der Asse, mit Konrad? Wer mag dazu noch ein bisschen was erzählen? Vielleicht können wir da auch den Bereich der Technik vorstellen. Die sind da ja auch ganz aktiv. Na gut, dann fange ich mal an. Vielleicht kann es Herr Knospe noch ergänzen. Wir sind ja nicht nur in den Projekten einzeln aufgestellt, in dem jedes Projekt für sich seine Sicherheitsanalysen macht und seine Bewertung macht, seinen Strahlenschutz macht, sondern wir haben einen großen Bereich Technik, abgekürzt mit TEK, werden Sie in unserem Organigramm finden. Und auch da gibt es eine zentrale Kernkompetenz. Das sind die Kollegen, die sich mit der Sicherheitsanalyse beschäftigen. Gibt es eine ganze Abteilung dafür. Und die untergliedert sich dann auch wieder in Betriebssicherheit und Strahlenschutz und Sicherheitsanalysen in Bezug auf die Langzeitsicherheit oder Sicherheitsbewertung in Bezug auf die Langzeitsicherheit. Und alleine über diese Querschnittsfunktion, weil diese Kollegen uns beraten, uns unterstützen, sind wir vernetzt mit unseren Kollegen, die entsprechende Nachweise zu führen haben. Und wir tauschen uns natürlich auch aus, was praktikabel ist, was am besten funktioniert. Und das ist auch ein Gewinn für alle auf diese Art und Weise. Ja, das kann man so stehen lassen. Höchstens noch als Ergänzung vielleicht oder ein Beispiel gibt es eben momentan eine intensive Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Asse bezüglich der vorhin angesprochenen FEPs. Ja, also die Entwicklung der FEPs, also welche Features, also welche Komponenten gibt es im Endlager, welche Prozesse laufen ab. Da sind wir im Projekt Morsleben schon sehr weit. Und da gibt es aktuell ja, Zusammenarbeit, die in der Kollegen aus anderen Bereichen, sprich der Asse konkret, profitieren wollen von unseren weit fortgeschrittenen Arbeiten. Ja, also diese Kommunikation firmenintern findet schon statt, und der, wie gesagt, zugeordnete Bereich Tech, die unterstützen jeweils die einzelnen Bereiche in ihrer Arbeit. Ja.
So, eine letzte Frage habe ich noch. Wir wollen ja langsam zum Ende kommen, aber die Frage ist gut und deswegen möchte ich die auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Frage lautet, vertritt die BGE jetzt also die These, dass man kein altes Bergwerk als Atommülllager wählen sollte, sondern besser ganz neu auffahren sollte? Fragezeichen. Ich würde denken, dass sich diese Frage auf das Endlager Konrad bezieht. Möglicherweise, ich weiß es gar nicht. Es ist mir aber auch nicht wichtig bei meiner Antwort. Ich kann das nur für Morsleben beurteilen und bewerten. Und wir sehen ja, dass es auch unterschiedliche Erfahrungen gibt. Bei der Asse hat man keine besonders gute Erfahrung damit gemacht, ein Endlager, ein altes Bergwerk zu benutzen, aber das hat spezifische Ursachen. Es liegt nicht allein daran, dass es ein altes Bergwerk ist, sondern es liegt an bestimmten Randbedingungen. In der Asse ist es der hohe Durchbauungsgrad, sehr dicht an der Südflanke, die sich verformt hat, und das alles in Verbindung damit, dass man auch spät, wie ich meine, zu spät reagiert hat mit Verfüllmaßnahmen. Nicht in der Zeit, in der wir die Verantwortung hatten, sondern in der Zeit, als das noch als Forschungsbergwerk betrieben wurde. Und deswegen muss man das differenziert betrachten. Wir vertreten also nicht die Auffassung, dass man kein bestehendes Bergwerk als Endlager nutzen darf oder kann, sondern die ganz klare Aussage ist aus meiner Sicht, es kommt darauf an. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, die Frage, die im Zentrum steht, ist die Sicherheit. Und wenn es vorteilhaft ist und die Sicherheit gewährleistet ist, dann kann es auch nicht ausgeschlossen sein. Etwas anderes ist es in Bezug auf die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen. Hier ist es gesetzlich geregelt und durch den Verordnungsweg geregelt und deswegen über das Stand-AG geregelt, das eben neu gesucht werden soll auf einer weißen Deutschlandkarte, weil man auch keine Vorfestlegung haben will. Das finde ich auch richtig. Aber das hat keinen Bezug zu den Bestandsprojekten. Ja, vielen Dank noch für diese Frage und vielen Dank an Sie alle, dass Sie so eifrig mitdiskutiert haben, mit Fragen, aber auch Kommentaren und Anmerkungen. Das belebt diese Veranstaltung ja immer und macht es auch für uns erst so richtig spannend. Insofern vielen Dank. Wie gesagt, wenn Sie im Nachgang noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dialog@bge.de, dann bekommen Sie Antwort. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch, uns bei Ihnen zu bedanken, dass Sie so lange dabei geblieben sind und aufmerksam sich diesem, ja, doch schon auch ein bisschen technischen, komplexen Thema gewidmet haben. Ich glaube, man kann auf jeden Fall zusammenfassen, einfach ist es nicht, sondern es ist schon ein bisschen komplex und ja, so soll das auch sein. In diesem Sinne, vielen Dank. Haben Sie noch einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal, vielleicht dann in der Zukunft auch mal wieder in einem hybriden Format präsent hier in der Infostelle Morsleben und parallel dann auch online. Vielen Dank und machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.